Jo Leute und herzlich willkommen zu Tag 8 des CSGO Adventskalenders 2017. Und heute gehen einige Preise raus an euch, beziehungsweise weil heute sind ja zwei Community Preise mit dabei, klatsche ich extra noch raus. Weil heute ist in Österreich ein Feiertag, den kann man sich mal gönnen. Da wird gefeiert. Und ich feiere das mit 5 Preisen heute, ne? Also, ich mache das jetzt mal so. Erster Preis wäre ein Bundle zwischen der M4S Briefing und der Max 7 Heaven Guard. Also die zwei Skins sind der erste Preis, was rausgehen. Der zweite Preis wäre dann die AWP Phobos. Zweiter Preis. Dann dritter Preis. Dritter Preis wäre die SSG, also die Scout Big Iron. Vierter Preis wäre dann eine AUG Chameleon. Und fünfter Preis hätte ich gedacht eine Desert Eagle Komichu Drang. Für alle, die heute das erste Mal einschalten und sich fragen, was geht hier ab, am ersten Link der Videobeschreibung, dort kommt ihr zum Teilnehmervideo. Dort erkläre ich, was gibt es zu gewinnen, wie könnt ihr teilnehmen, wie läuft die CSGO Adventskalender 2017 so ab. Ich sage, am 24. Dezember gibt es Knife als Hauptpreis. Und ja, also, gönnt euch, gönnt euch. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich weil ich habe ja gesagt, dass ich für die was dazu offern. Die werde ich dann in der Kommentar, also nicht in den Kommentaren, aber in der Infobox verlinken. Ich weiß es, also die zwei Boys haben mir jetzt nicht gesagt, ob ich sie erwähnen darf oder nicht. Ich werde es halt mal trotzdem machen, weil ich habe sie angekündigt, dass ich das so machen werde. Und jo, also ich sage mal, die Max 7 geht, also kam vom Daredevil. Und die Briefing und die Phobos kamen von Nesthetik. Also ich werde euch beide mal, also beide in der Infobox verlinken, könnt ihr mal auf den Steam-Profile gehen und einen Plus-Rap da lassen oder so einfach, weiß nicht, Hashtag Almo Community. So. Ja, dann würde ich gleich mal sagen, dass die Gewinner ziehen. Wir fangen an. Erster Preis war ja also das Bundle, die Briefing und die Max 7. Die Gewinner von gestern setzen ja heute aus und die von vorgestern sind ja mit dabei, aber das sollte ja schon jeder wissen. Also, das Bundle geht mal raus an Nexi S. Er hat 93 Kommentare kommentiert und mit freshem Outfit XD, Hütchen, Hütchen, hat er das Bundle sich gegönnt. Mal Glückwunsch an dich. Dann die AWP Phobos. Die geht raus an den 10er Paysafe, der war gestern nicht dabei. Er hat jetzt mittlerweile schon 1300 Kommentare, also 1367. Das ist eine ordentliche Zahl. Aber die AWP Phobos, die geht mal an dich, Mate. Dann die SSG Big Iron ist der nächste Preis. Die geht raus an Blackie Schocker mit 776 Kommentaren, der kommentiert mit einem X. So, die AUG, die geht raus an den Mojo. Almo, bitte ein Knife. Das Knife gibt es erst am 24. Dezember. Du hast jetzt die AUG Chameleon gewonnen. Und der letzte Skin war die Desert Eagle Komichu Drang. Die geht raus an den Julian Riedel. 478 Kommentare, kommentiert mit einem F. Ist gut, ist gut. Also Glückwunsch an euch 5. Wie gesagt, am 24. Dezember kommt ihr dann als Hauptpreis das Knife. Hier könnt ihr es nochmal kurz begutachten. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Für die, die noch was in den CSGO Adventskalender dazu offern wollen, um den Pot noch zu vergrößern und um den Adventskalender noch krasser zu machen. Zweiter Link in der Videobeschreibung ist dann meine Trade World, dort könnt ihr mir noch was offern, ob es egal ob Blue Skins oder High Skins, also wenn es nur 3 Cent Skins sind, ich werde daraus dann ein Bundle machen mit mehreren Blue Skins und die dann halt raushauen. Dann am Sonntag kommt vielleicht noch ein Road to Glove Unboxing. Also ich habe es vorhin eins aufgenommen, aber ich weiß jetzt nicht, wann das genau kommt. Ich schätze mal am Sonntag. Ebenfalls im nice Kostüm. Und dann sage ich auch gleich ciao und bis morgen. Euer Santa Elmo. Dashing.